1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Wie immer eine freie Themenausgabe. Also, meine Frage an euch, über was habt ihr Lust und Laune, euch mit mir zu unterhalten? Ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Robert. Robert ist 58 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich wollte sprechen über ein verfuschtes Leben. Über ein verfuschtes Leben? Ja. Wie schon gesagt, ich bin 58 Jahre alt. Ja. Und von diesen 58 Jahren habe ich 30 Jahre Erziehungsheim, Knast, Psychokliniken und so weiter hinter mir. Moment, 30 Jahre Knast? 30 Jahre Knast. Erziehungsheim, Knast. Robert, eine bitte. Geh mal ein bisschen weg von dem Telefon. Das rauscht immer so, als würdest du zu sehr da reinsprechen. So, besser? Ja, versuchen wir mal. Vielleicht liegt es an der Leitung, aber wir testen es mal. Also 30 Jahre von deinen 58 Lebensjahren eingesperrt quasi. Ja. Wie kommt das? Ja, nur wegen Diebstahl. Nur wegen Diebstahl? Nur wegen Diebstahl. Immer wieder wegen Diebstahl eingebunkert? Immer wieder eingebunkert. Was war denn das Heftigste, Größte und was du geklaut hast? Ich habe also in Bürohäuser eingebrochen, in Autowerkstätten und nie viel rausgeholt. Also was war die größte Beute? Na, damals waren es 7.000 D-Mark noch. 7.000 D-Mark, ja, das war das höchste Mal. Das heißt, es gab dann immer relative Kleinstrafen von einem Jahr, zwei Jahren oder so. Ja, das hat ja nur dann gesteigert. Wie viel Mal bist du verurteilt worden in deinem Leben? 17 Mal. 17 Mal? Ja. Und immer wegen so einem kleinen Scheiß? Immer wegen so einem kleinen Scheiß. Und dann war es vor allen Dingen war es so gewesen, ich habe dann eine Zeit im Knast gesessen, ja. Urlaub bekommen und im Urlaub wieder Scheiße gebaut. Bist du gerne im Knast? Das ist die große Frage. Ja, ne? Frage ich mich gerade so. Ich meine es sogar sehr ernst. Ich meine es ganz. Ja, das ist mir ganz klar. Es kann ja sein, dass jemand, der 30 Jahre in seinem Leben letztendlich im Knast war, dass er so die Sicherheit und die Struktur. Genau das habe ich auch schon gedacht. Mhm. Weil, dass du dich da geborgener fühlst, sage ich mal, als draußen im freien Leben. Ja, ich habe also jetzt bin dann 2000 das letzte Mal entlassen worden, habe eine Bewährungsstrafe von 4 Jahren gehabt. Ja, und dann habe ich vorher im November einen Einbruch begangen und einen Diebstahl. Ja. Ein Jahr Bewährung und noch der Termin ist aber noch offen. Ja. Das kann also heißen, dass ich demnächst dann doch wieder zurück dahin muss. Wenn du dir das so vorstellst, wäre das fast eine Erleichterung für dich? Angst habe ich davor. Angst? Ja. Ich bin im Moment so psychisch so kaputt. Warum hast du Angst davor? Ja, weil ich muss noch was dazu sagen. Das berühmte Wort Sicherheitsverwahrung, ne? Das heißt, immer sind Sexualstraftäter und Schwerverbrecher. Und ich habe wirklich nur Diebstahl begangen und habe auch die Sicherheitsverwahrung bekommen. Wie kommt das denn? Ja, ich habe sie bekommen. Das muss doch irgendwie begründet sein. Ja, aufgrund meiner Vorstrafen. Ach so, aufgrund der vielen Vorstrafen. Auf der vielen Vorstrafen, auf der langen Knastzeit. Ach so, das heißt, und diese Sicherheitsverwahrung, so etwas hast du noch nicht erlebt? Nein, jetzt ist es ja so, jetzt sind also diese, habe ich 2 Jahre von weg gemacht. Und wenn ich jetzt täglich wieder zurück muss nach Werl, dann gibt es Sicherheitsverwahrung. Dann heißt das erstmal den Knast abmachen. Dann den was? Also das, was ich an Strafe bekommen habe. Ja. Und dann geht's in die Sicherheitsverwahrung. Ach so, und da hast du Angst vor? Ja, ich bin 58 und es ist ja heute so, dass das nicht mehr so wie früher 10 Jahre, sondern das zieht sie dann raus, der Psychologe sagt, der kann wieder raus. Also Sicherheitsverwahrung würde, habe ich das richtig verstanden, würde dann bedeuten, unbegrenzt. Ja, genau so ist es. Aber, ich muss nochmal nachhaken, es liegt ja jetzt in deiner Hand, ob du überhaupt nochmal jetzt in den Knast musst. Das liegt jetzt am Gericht. Das liegt im Gericht, ja. Weil du letztes Jahr im November was gemacht hast. Ja, Einbruchsdiebstahl und Diebstahl. Jetzt verstehe ich das. Weißt du etwas, wie das zugeht in der Sicherheitsverwahrung? Ja, sicher. Von wem?
Ich war ja drin, 2 Jahre. Ach, du warst schon drin? Ja, sicher. Habe ich gerade nicht richtig verstanden. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Ich habe 2 Jahre habe ich dafür, also nicht ganz 2 Jahre. Ist das viel schlimmer als Knast? An sich nicht. Und warum hast du denn Angst davor? Ja, weil du beim Knast, weißt du, du kannst 10 Jahre, nach 10 Jahren bist du draußen. Mhm. Aber bei der Sicherheitsverwahrung bestimmt das Gericht, Psychologen und so weiter, dass, ob du überhaupt nochmal rauskommst. Mhm. Robert, ich hatte es dir gerade schon gesagt, du bist von der Sprechmuschel weit weg, ne? Nee, an sich gar nicht. Ja, geh mal ein bisschen weiter weg, weil es knackt immer so, wenn du so sprichst. So? Besser? Ja, so klingt es besser. Mhm. Ja. Ja. Du hast vorhin so was Schönes gesagt, Sicherheit, ne? Ja. Natürlich. Guck mal, im sozialen Bereich hast du alles, was du brauchst. Du hast Sozialarbeit, du hast einen Pastor. Ja. Wenn du krank bist, kümmert sich auch jemand um dich. Da ist der Arzt da. Mhm. Du brauchst keine 10 Euro pro Quartal zu bezahlen, keine Medikamente. Mhm. Du hast dein Essen, du hast dein Sport und das TV. Verstehe. Ja? Das heißt, in der Freiheit draußen hast du in diesen vielen Jahrzehnten ja gar keine Chance gehabt, dir irgendetwas aufzubauen. Eigentlich hängst du doch hier völlig in der Luft, oder? Ja, das muss ich anders sagen. Ich habe im November mich von meiner Frau getrennt. Ach, du warst auch noch verheiratet? Ich war verheiratet, aber das ist eine andere Geschichte, das wäre jetzt zu lang. Aber die hat dann ja auch sehr viel auf dich verzichten müssen, ne? Das ist richtig. Wir waren 13 Jahre verheiratet und 3 Jahre davon zusammen. Und dann habe ich eine Wohnung bekommen. Das ist alles soweit in Ordnung. Außer, dass ich arbeitslos bin halt eben, weil ich kriege keine Arbeit aufgrund meiner ganzen Sache. Ja. Und ich gehe fast gar nicht mehr raus. Ich muss also sagen, wie ich das gemacht habe, habe ich Alkohol getrunken gehabt. Ne? Aber du kannst ja jetzt im Prinzip gar nichts unternehmen. Ne? Du musst jetzt abwarten, wie das Gericht entscheidet. Genau das. Wann ist die Entscheidung? Ist noch nicht raus. Noch vor Weihnachten? Das kann möglich sein. Ja. Also das ist eine absolute Zitterpartie im Moment. Ja, also im Augenblick ist es bei mir nur so, also psychisch bin ich im Augenblick so knapp. Hast du ein bisschen Hilfe? Ist er ein Bewährungshelfer oder irgendjemand, der dir ein bisschen... Ja, Bewährungshelfer. Nein, die haben doch auch keine Zeit. Die haben keine Zeit, ne? Nein, das ist... Ja. Ja. Jetzt erklär mir mal, ich gehe nochmal zurück, 30 Jahre in deinem 58-jährigen Leben im Knast gesessen. Ja. Warum ist das immer und immer und immer wieder passiert? Warum ist das die ersten Male immer und immer wieder passiert? Da konnte man ja noch nicht sagen, du warst wild auf die Sicherheit. Ja, das erste Mal, da war ich glaube ich so 14, 15. Mhm. Ja, und das ist größtenteils dann passiert, ich fange ganz schnell, entschuldige, dann passiert, wenn ich vor Problemen bin ich weggelaufen. Ach so. Dann bin ich von zu Hause abgehauen. Und dann irgendwann hast du kein Geld, brauchst das Geld. Und das hat sich dann so wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ja. Und da war nie mal irgendwie zwischendurch, dass du dachtest, Mensch, ich muss jetzt mal die Notbremse ziehen, sonst rinnt mein ganzes Leben mir durch die Finger. War das nie irgendwann mal so? Ja, andersrum gefragt, war das denn überhaupt Leben, zu dem zurückdenkend? Naja, aber du hättest ja damals denken können, ich will auch mal ein gescheites Leben führen. Ja. Dafür tue ich jetzt etwas. Warst du mal an dem Punkt, hast du gesagt hast, du kannst das nicht weitergehen? Habe ich mal probiert, aber dann kam wieder Problem und dann bin ich vom Problem wieder weggelaufen und dann klauen gegangen. Ist das heute, wenn du von deinem Alter, 58 Jahre, so dein Leben Revue passieren lässt, hast du das Gefühl... Verfuscht. Ja, verfuscht. Mhm. Ganz einfach, ganz kriminal gesagt, verfuscht. Mhm. Vor allen Dingen die letzten 3 Jahre... Nachdem ich entlassen worden bin, wo ich, wie gesagt, war mit meiner Frau zusammengelebt, da hätte ich viel machen können, aber da ist auch einiges schief gelaufen, wo ich dran schuld bin und dadurch... Also du bist richtig am Boden zerstört. Ja, ich bin am Boden. Ich nur noch heulen. Gibt es am Horizont einen Hoffnungsschimmer, wo du sagst, wenn das passiert, dann könnte ich nochmal Hoffnung schöpfen? Ja, das ist ja, wenn es eine Bewährung gäbe, dann wäre bei der Bewährung bliebe. Ne? Ja. Würdest du dir dann was vornehmen für die Zeit, wenn du dann frei wärst und draußen wärst? Ja, dann könnte ich planen. Ja, dann wüsste ich, okay, ich habe jetzt meine eigene Wohnung, das ist auch sowas Lächerliches, mit 58 Jahren das erste Mal eine eigene Wohnung zu haben. Ja, Wahnsinn ist das. Ja? Ich habe vorher bei meinen Eltern gewohnt, Knast, dann Ehe. Kommst du denn überhaupt so... in dem normalen Alltag in der Wohnung zurecht? Weißt du, wie man Wäsche wäscht und einkauft? Ja, das kannst du. Das habe ich alles. Das ist alles, was ich kann. Mhm. Ja?
Aber ich habe halt, also, das Problem ist, ich habe niemanden, mit dem man richtig sprechen kann. Das ist schlimm, das glaube ich. Ja? Weil einfach, nehmen Sie mal das, jetzt am Telefon anonym kann ich das machen. Mhm. Aber wem will ich das begreiflich machen, wie es bei mir wirklich aussieht? Ja. Und es gibt natürlich auch im Laufe der Zeit, haben sich nie Freundschaften ergeben, oder wenn, dann sind die wieder einge... Ich habe momentan gar keine Freundschaft. Ja, du bist ganz allein. Ich habe eine gute Bekannte, aber da, die hat auch die Zeit nicht, weil die Pastorin ist. Mhm. Also ansonsten... Ja, tut mir sehr leid, die Lage, in der du da bist. Du kann man nicht ja sagen, man kann natürlich jetzt schlau sagen, hat er selbst verschuldet, aber ja, jetzt ist es, wie es ist, und ich will auch gar nicht darauf rumhacken. Nee. Die Situation ist jetzt für dich sehr beklemmend, das verstehe ich schon, es tut mir sehr leid. Ja. Wenn ich dich jetzt fragen sollte, was soll ich dir wünschen, dann weiß ich das schon. Ich würde dir die Bewährungsstrafe wünschen. Ja. Aber was vorhin gesagt hast, die Gesellschaft hat Schuld, Familie und Umfeld, ja, da bin ich heute anderer Meinung. Mhm. Das habe ich auch mal gedacht. Mhm. Aber ich habe gesagt, mir heute, irgendwann ist man alt genug, dass man sagen kann, nee, jetzt bin ich selber schuldig. Ja, ich habe das nicht gesagt, die Gesellschaft. Nein, ich sag ja nur, das ist immer das beflügelte Wort, ach, die Gesellschaft umgeben. Aber weißt du, Robert, ich meine, man sagt, es gibt ja so schöne Sprüche, es ist nie zu spät. Ja. Du hast ja schon viel verfuscht. Aber nehmen wir mal den guten Fall an, du kriegst eine Bewährungsstrafe. Ja. Dann hast du ja jetzt auch trotz der 58 Jahre doch nochmal die Chance, alles in die eigene Hand zu nehmen. Das denke ich wohl. Und vielleicht nochmal das Ruder rumzureißen und ein gutes Leben. Das ist im Augenblick meine einzige Hoffnung. Ja. Weil jetzt kann man gar nichts machen, weil das ist das Schlimme dabei. Weißt du, ich wünsche dir das so von Herzen, wie du mir jetzt, wie ich dich jetzt gerade hier kurz kennengelernt habe, dass das passiert. Ich bitte dich, mich zu informieren, wie die Gerichtsverhandlung ausgegangen ist. Ja. Kannst du mailen? Nee. Dann, schreibst du uns. Ich kann schreiben. Wenn das mit dem Telefonieren nicht klappt. Kein Problem. So. Und da möchte ich, dass du jetzt, damit ich dich jetzt hier nicht einfach so abfrühstücke, aber wir haben schon eine ganze Weile geredet und da warten noch andere Leute, möchte ich dir noch gerne anbieten, dass du noch in Ruhe mit meiner Psychologin eine Weile reden kannst. Ja, das wäre vielleicht mal ganz gut. Das glaube ich auch. Wir lachen. Gestern Abend habe ich eine Stunde am Telefon gehangen und kam nicht durch. Das kann passieren, aber war ja nicht schlimm. Aber nur machen, das ist dann... Ich drücke dir, das und ist... Dann Leute mal als Erste, ist auch was Schönes. Ist kein dummer Spruch. Ich drücke dir wirklich die Daumen und hoffe sehr für dich, dass das so kommt, wie du es möchtest. Mhm. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Magdalena, die ruft dich gleich zurück. Ja. Okay, danke. Okay. Tschüss. So, ihr Lieben. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft an. Und es hat angerufen Arne. Wer ist Arne? Wer oder was ist Arne? Hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Ein Mann. Arne. Arne aus Düsseldorf. Arne, 23, aus Düsseldorf. Ja, so ist es. Oh, Domian, von dir hängt so viel ab. Wie bitte? Ja, das ist alles sehr verworren. Ich fange einfach mal zu erzählen. Ja, bitte. Also pass auf, ich bin mit meiner Freundin mittlerweile seit 6 Jahren zusammen. Also wie gesagt, wir sind beide 23 und sind dementsprechend damit 17 zusammengekommen. Mhm. Und sind beide verlobt mit der festen Absicht, in Zukunft auch wirklich zu heiraten. Mhm. So, und bei mir macht sich seit einiger Zeit immer mehr die Angst breit, irgendetwas zu verpassen. Mhm. Also sie hatte 2 Freunde vor mir und sie war für mich halt die erste Freundin. Ja. In meinem Leben. Und bei dir war gar nichts gelaufen vorher? Ja, doch, eine Beziehung, aber ich hatte halt keinen Sex vorher. Ja. Mhm. So, und ich hatte auch nur eine kurze Beziehung über 2 Monate, aber im Grunde genommen war sie halt immer die ich wollte und ich war auch überglücklich, als das dann auch geklappt hat. Mhm. Also im Grunde genommen kann man sagen, sie ist die große Liebe für mich und umgekehrt genau. Und du bist in den 6 Jahren ihr auch absolut treu geblieben? Ja. Da ist keine... Absolut, da ist absolut nichts, und das könnte ich auch nicht, das würde ich auch nicht übers Herz bringen, dass da irgendwas anderes läuft. Mein Ding ist, die Sache ist vom Herzen her klar, nur vom Kopf her nicht. Mhm. Ja, und wir haben halt gesagt, beziehungsweise ich habe ihr versucht, das zu erklären, ich muss das Ganze machen, beziehungsweise ich muss probieren, mit jemandem anders zu schlafen, um endlich die Gewissheit zu bekommen, dass das im Grunde genommen nichts anderes ist. Mhm. Ich will das nicht erst machen, wenn es zu spät ist, wenn ich 2 Kids habe und sitze auf der Veranda und merke dann, oh verdammt nochmal, da ist irgendwas. Seit wann merkst du den Druck, dass du gerne was anderes mal erleben möchtest? Boah, seit wann merke ich den? Also im Grunde genommen schon so seit einem Jahr, sage ich mal. Aber es ist nie so wirklich extrem gewesen, weil ich halt super glücklich bin und man kommt echt super klar miteinander. Ja? Okay,
das sind ja manchmal auch zwei verschiedene Schuhe, ne? Und das ist ja oftmals auch die Tragik, dass da ein Paar super glücklich eigentlich ist und ja, super gut miteinander auskommt, aber eben in Sachen Sexualität ist irgendwie vielleicht die Luft raus und ich beschreibe es generell. Entweder ist die Luft raus oder man möchte was anderes erleben, so wie in deinem Fall jetzt. Okay. Wie weit gehen da deine Fantasien? Denkst du, wenn du onanierst, an andere Frauen? Nö, überhaupt nicht. Du denkst immer noch an deine Freundin? Ja, genau. Also absolut. Also wir kommen auch im Bett absolut miteinander klar. Ja. Es gibt nichts, was ich mir anderes wünsche oder so, dass ich sage, ich brauche mal irgendeine andere Bettgeschichte oder so. Es geht halt nur darum, dass ich echt Angst habe irgendwann, dass ich sage, ich habe was verpasst in meinem Leben. Dass ich dann noch zwei weitere, nämlich meine Kinder, die wir dann auch beide zusammen haben wollen. Ach so, es geht da gar nicht mal darum, dass du so eine Sehnsucht hast, mal mit jemand anderem zu schlafen? Du hast es aber gerade doch gesagt. Du würdest das schon ganz gerne machen. Ja, ich denke, ich kann mir dadurch selber helfen, indem ich sage, dass okay, das ist für mich jetzt eine einmalige Geschichte. Das ist jetzt keine Ausrede so. Ich will keine Freikarte fürs Fremdgehen haben. Mhm. Ich weiß, dass das absolut mechanisch ablaufen wird und dass ich sage, okay, ich habe das gemacht, ich habe gemerkt, das ist absolut nichts anderes als das, was ich bei meiner Freundin vielleicht bekomme. Vielleicht verpackst du das jetzt auch alles aus lauter Angst, auf ein Gebiet zu treten, wo du dann sehr, sehr unsicher wirst. Vielleicht hast du ganz einfach doch eine Sehnsucht, einfach andere sexuelle Erfahrungen zu machen und verpackst das nur jetzt in die Formulierung, wie du sie gerade hattest. Ja, also was heißt da andere sexuelle Erfahrungen zu machen? Meine Darum geht's doch. Mich ja aus. Die füllt mich ja aus. Nein, glaube ich nicht. Sonst würdest du gar nicht jetzt so reden. Ich glaube, sie füllt dich nicht aus. Wenn sie dich ausfüllen würde, würden wir gar nicht miteinander reden. Aber das ist doch völlig normal, Arne. Denn das ist deine allererste sexuelle Erfahrung gewesen mit deiner Freundin. Ja. Seit 6 Jahren seid ihr zusammen. Ihr habt 100.000 Mal miteinander geschlafen. Ja. Ist doch völlig klar, dass man da als Mann, als junger Mann, auch als Frau darüber nachdenkt oder vielleicht sogar auch ein Bedürfnis hat, auch mal eine andere Sexualität zu erfahren. Ja, finde ich völlig normal und legitim. Ja, aber das ist mein Problem dabei. Ich weiß ja, dass sie damit absolut nicht klarkommt. Weiß sie das? Hast du ihr das mal so formuliert? Ja, ich habe ihr versprochen, ich bin immer ehrlich zu ihr und ich habe ihr das auch gesagt. Sie weiß von allem. Ja, und was sagt sie darauf? Ja, sie sagt, sie kann damit absolut nicht klarkommen. Sie weiß nicht, ob sie mir eine zweite Chance geben kann. Also sie ist jetzt für einen Monat in die Staaten gefahren. Wie eine zweite Chance? Es ist noch gar nichts passiert. Ja, falls das passiert. Falls das passieren würde. Genau. Also sie empfindet das nicht so wie du. Nein, überhaupt nicht. Sie, für sie könnte das so weiterlaufen. Ja, weil sie ja auch schon 2 Beziehungen mit Sex vor mir hatte. Mhm. Gut, aber das sieht ja auch alles für sie auch schon alles weit weg. Aber sie ist offensichtlich vielleicht anders gestrickt. Ja. Ich nehme das sehr ernst. Wenn du jetzt schon so sprichst, wie du sprichst, ist da ein Bedürfnis unterbewusst sehr stark am Wachsen. Glaube ich. Was meinst du? Ja, das glaube ich. Bin ich ganz sicher. Und ich finde auch, dass man da eigentlich nicht so streng rangehen sollte, wie deine Freundin das macht. Ja, das ist mein Problem. Denn damit drängt sie dich immer weiter in die Ecke rein. Ja. Du hast das Bedürfnis oder die Überlegung, sagen wir, ist neutraler, die Überlegung. Und es gibt keine Lösung, wenn sie sich so verhält. Ja, das ist mein Problem dabei. Mhm. Das ist mein Problem. Ich hab ihr gesagt, das wird eine einmalige Geschichte. Das ist echt keine Ausrede oder so. Das wird eine einmalige Geschichte und danach werde ich hundertprozentig frei sein von diesem blöden Gedanken. Das weißt du auch nicht. Das weißt du auch nicht. Wenn du jetzt ein einziges Mal mit jemandem geschlafen hast, ob dann nun alles geregelt ist, weißt du gar nicht. Das kann ich für mich sagen. Ach, das kannst du jetzt überhaupt nicht sagen. Vielleicht kommst du dann erst auf den Geschmack. Nee, also das weißt du nicht. Nein, das weißt du nicht. Nein, ich glaube, dass du einfach Angst hast, in der Richtung weiter dir Gedanken zu machen. Weil du so eingebaut bist in deine Beziehung und alles andere abwegig erscheint oder ein Tabu ist zu denken. Das weißt du gar nicht, was dann passiert. Ja, aber ich will ja zu ihr zurück. Ja, was heißt zurück? Du sollst ja gar nicht von ihr weggehen. Du willst ja einfach nur erstmal. Ja, genau. Ja, das Optimale wäre natürlich, wenn ihr beide so cool und locker drauf wärt und euch sagen würdet, okay, wir sind so jung, wir haben noch keine großen Erfahrungen gemacht, wir sammeln jetzt einfach noch zusätzlich zu unserer Liebe nebenher andere Erfahrungen. Ja, genau das ist es. Das geht aber nur, wenn beide mitmachen. Ja, und das ist eben nicht der Fall. So, und wenn die eine Person nicht mitmacht, wie in deinem Fall jetzt deine Freundin, habt ihr ein dickes Problem. Ja. Das ist genau, deswegen rufe ich an. Ja, weil jetzt erzählst du dieses und in einem Jahr ist es noch stärker geworden und in 2 Jahren gehst du fremd. Und in 4 Jahren seid ihr nicht mehr zusammen. Ja, das ist aber auf keinen Fall das, was ich will. Ja. Also ich habe schon gesagt, wenn das passiert sollte, dann ich will auch alles machen. Ich habe ihr vorgeschlagen, wir machen so eine Partnertherapie, dass wir das beide verarbeiten können.
Und da gibt's keine Therapie für. Wenn man neugierig ist und mal was erleben will, das kannst du nicht wegtherapieren. Nein, das nicht. Aber dass man sagt, okay, wir müssen da mit anderen Leuten drüber sprechen, mhm. und eventuell so eine Beide darüber klarkommen. Ja, ja, ja. Weil wir wünschen uns endlich beide wieder diese Routine im Leben, eine Konstante, nämlich diese Beziehung, Die wir vorher haben. Ich sag das jetzt nochmal. Ich finde es völlig, völlig legitim und nachvollziehbar, dass du dieses Bedürfnis hast. Ich finde auch, aufgrund der Schilderung, wie du dein Leben und eure Biografien geschildert hast, dass du das auch tun solltest. Aber das kannst du natürlich nur tun, indem du deine Frau oder deine Freundin mit einbeziehst. Ja, natürlich. So war es gedacht. Ne? So. Ich kann das nicht wenn sie jetzt so blockt, wenn sie jetzt so zumacht und sich zurückzieht, dann würde ich wirklich auch den Weg gehen, den du gerade selbst angeschnitten hast, dass ihr zu zweit euch beraten lasst. Ja. Sonst eskaliert das irgendwann alles. Ja, das ist ja schon soweit. Weißt du, unter uns Männern gesagt, finde ich es auch fast schon sehr seltsam, dass du nach so langer Zeit und als einzige Frau, onanierst du überhaupt? Ja, aber ganz selten. Ganz selten. Also, weil, wie gesagt, meine Freundin fühlt mich echt total aus. Mhm. Ich habe jetzt nichts, was ich sage, ich brauche jetzt unbedingt wen anders oder eine andere Spielart oder was auch immer. Ja, aber da ist ja schon da irgendwas da, was du gerne entdecken möchtest. Ja, ich möchte halt mal mit wem anders schlafen. Ja, ja. Guckst du so Frauen nach auf der Straße? Ach ja, aber selten. Ich gucke mir Autos hinterher. Du guckst ja schon mal geile Bildchen an im Internet? Nee, nicht wirklich. Ich glaube fast, dass du so drauf bist, dass du schon ein schlechtes Gewissen hättest, wenn du das tätest. Kann das sein? Nee, das nicht. Das finde ich aber ganz locker. Okay. Also ich hätte auch kein Problem damit, selbst da jetzt anderen Leuten mal hinterher zu gucken. Ich habe halt echt nicht das Bedürfnis danach. Es geht mir halt nur darum, dass ich könnte was verpassen. Also, ja, das ist auch verständlich. Also ich finde das sehr, sehr gut und sehr toll, dass du das so offen angehst. Ja, ich finde also, es gut, dass du es deiner Freundin gesagt hast. Ja. Wenn sie jetzt sich auf eine, ich sag mal, ein bisschen offenere Beziehung nicht einlassen kann, dann sucht euch einen professionellen Rat, sucht euch Hilfe, damit ihr euch rettet und ihr euch nicht zu sehr beschädigt. Aber ich würde jetzt nicht einfach an der Stelle alle meine Bedürfnisse und Neugierden zurückschrauben, nur weil sie sagt, nein, das geht nicht. Ja, ich muss ja auch mir irgendwo selber ins Gesicht gucken können. Ja, ja, das finde ich schon. Ne, das ist mein Problem, dass ich sage, okay, ich liebe sie, wir wollen wirklich zusammen heiraten und wir wollen unser gemeinsames Leben, das steht für mich auch fest. Wäre da, denn so, wie stark der Gedanke ist. Ich sag dir erstmal so, schon oft gehört auch von jungen Leuten, wäre ein Swingerclub was für euch? Wir haben da schon mal drüber nachgedacht, aber wenn auch nur zusammen. Na gut, das wäre schon mal ein Anfang. Würde sie sich denn auf sowas einlassen? Ich glaube ja nicht. Ja. Nee. Ja gut, aber wenn sie wirklich so drauf ist, dass sie bei allem Nein sagt, dann müsst ihr euch von außen Hilfe holen. Ja, klar. So, wenn du möchtest, gebe ich dir ein paar Anschriften in deiner Umgebung. Das wäre super. So, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Alles klar. Alles Gute, Arne. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Hier ist Karin, nicht Katrin, sondern Karin, 25. Hallo Karin. Ja, hallo Domian. Hallo Karin. Dein Thema. Ja, also ich habe ein Riesenproblem. Mhm. Und zwar gebe ich mir die Schuld irgendwie an dem Tod meines Vaters. Mhm. Der ist vor 2 Jahren obdachlos geworden. Mhm. Also er hat vorher bei einer Freundin gewohnt. Mhm. Mit seiner Mutter war er geschieden. Ich habe von ihm aus damals erfahren, dass sie ihn einfach rausgeworfen hat aus der Wohnung. Sie hat sich in jemand anders verliebt. Mhm. Mein Vater hat das aber irgendwie mitgekriegt so und ist dann in Alkohol verfallen. Ja. Und sie hatten dann auf einmal, also so plötzlich hat sie gesagt so, ich habe dich bei der Wohnungsgesellschaft da gekündigt und so. Ja. Und er stand da. Und er stand da so, ja. Wusstest du das damals sofort schon? Nee, noch nicht sofort. Ja. Ich habe wohl irgendwie auch gemerkt, so, dass da irgendwas nicht stimmt so zwischen denen. Hat er keinen Job gehabt? Er hat auch keinen Job gehabt, ja. Damals, die haben sich damals schon vor 5 Jahren halt zerstritten so. Sie ist fremdgegangen. Na gut, aber er hätte ja Arbeit haben können. Und sich, nachdem sie ihn rausgeschmissen hat, hätte er sich ja eine eigene Wohnung suchen können. Das ging nicht. Das ging nicht. Also er hatte von Anfang an immer eine Arbeit gehabt so. Bis dahin, bis er erfahren hat, dass sie halt nebenbei noch jemand anders hat. Ach so. Daraufhin ist er halt damals hinter ihr hergefahren, hat einen Autounfall gebaut und er war halt etwas alkoholisiert. Ja. Also seinen Führerschein verloren und dann auf der Arbeit auch. Also eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Das heißt, er hatte keine, also als er rausgeschmissen wurde von der Freundin, hatte er keine Arbeit mehr. Hatte er keine Arbeit mehr. Und war auch finanziell so schlecht gestellt, dass er auch nirgendwo hätte alleine wohnen können. Ja, ganz genau. So, also dann ist er auf die Straße gegangen. Ja. Wie lange? Also er ist auch nicht sofort zu mir gegangen. Also er war jetzt 2 Jahre lang auf der Straße. Ja. Und wann ist er jetzt verstorben?
Exakt, gestern so vor 7 Monaten. Wie, gestern? Gestern vor 7 Monaten. Gestern vor 7 Monaten. Mhm. An was ist er verstorben? Am plötzlichen Hirntod. Auf der Straße? Mhm. Der wurde von Kollegen auf einer Bank gefunden. Schon ein paar Stunden vorher, irgendwie nachmittags, hat mir ein Kollege gefunden, hat mir das erzählt, den habe ich damals noch getroffen. Und er sagte mir, dein Vater sah damals schlecht aus, so von den Augen her. Und die haben gesagt, geh doch zum Arzt. Und er sagte, ja, er wird schon nachher noch in die Stadt kommen. Das waren 5 Minuten, also wie ich bis dahin eigentlich. Mhm. Ja, und irgendwie gegen Mitternacht wurde er von jemand anders gefunden. So, die haben einen Krankenwagen angerufen. Mhm. Er wurde abgeholt. Die Ärztin im Krankenhaus meinte zu mir, er wäre von Dienstag auf Mittwoch also verstorben. Ja. War da auch sehr viel Alkohol im Spiel? Ja, also er soll alkoholisiert gewesen sein, ja. Jetzt machst du dir ziemlich unterkühlt so, weil es war damals noch Minusgrade. Ja, wenn er auf der Bank gelegen hat, ja klar. Und du machst jetzt Vorwürfe, dass du am Schuld deines am Tod deines Vaters schuld bist. Ja. Warum? Also es war so, dass er, was Wohnung betraf, er hat sich sehr viel drum gekümmert so. Um was hat er sich gekümmert? Zu jeder Wohnungsgesellschaft ist er hingerannt so und hat einen Zeitungsschnipsel ausgeschnitten. Und hat das vorgelegt und die meinten, ja, kommen Sie am nächsten Tag oder in einer Woche, Sie kriegen einen Schlüssel, können sich dann die Wohnung angucken. Mhm. Er ist dann hin und es war sehr oft gewesen, dass sie dann am Ende gesagt haben, so, tut mir leid, die Wohnung ist vergeben. Mhm. Und irgendwie nach ein paar Mal hat er gesagt, das kann doch nicht sein, irgendwie, dass sie mich jedes Mal hier so abwimmeln, ne? Ja. So vom Kopf stoßen. Dann sagst du, ja, was wollen Sie denn? Sie sind doch obdachlos. Ja. Hast ich habe eh keine Chance. Machst du dir die Vorwürfe, dass du ihn nicht zu dir geholt hast? Also, es glaubt mir bis jetzt keiner. Also es war so, dass ich ihn ab und zu mir geholt habe. So. Also du er hast, wollte du eigentlich hast, von sich aus nicht. Du hast alleine eine Wohnung? Ja, ich habe eine Wohnung mit einem 3-jährigen Sohn. Achso, wie groß ist deine Wohnung? Das sind 3,5 Zimmer. Ja, das wäre... 62 Quadratmeter. Wie viel? 62. Also das wäre durchaus gegangen, dass er da zumindest für eine gewisse Zeit hätte wohnen können. Ja, ganz genau, das wäre eigentlich gegangen. So. Nur er wollte das auch nicht. Du hast ihm aber das Angebot schon gemacht, dass er kommt. Du hast hab gesagt, gemacht, wenn du willst, ja, kannst du hier bei mir wohnen. Mhm, das hast du auch gemacht. Und das wollte er nicht? Das wollte er nicht, nee. War er denn mal ab und zu da? Er war auch ab und zu da, auf jeden Fall so Ostern, Geburtstage. Warum wollte er das nicht? Ja, weil er Angst hatte, dass ich Ärger kriege eigentlich mit der Stadt so, weil... Ach, wäre das so gekommen, weil du dann jemanden Untermieter quasi reingenommen hättest und... Ja, genau, ja, ich lebe von der Sozialhilfe, deswegen habe so, und das ist dann so die Schwierigkeiten. Wie war denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater? Sehr gut eigentlich. Auch früher? Das weiß ich immer sehr gut. Ja, wie oft hast du ihn denn gesehen, so in den letzten 2 Jahren, als er auf der Straße gelebt hat? Oh, wenn ich, ja, so 3-mal im Monat. Hast also du ihn ich auch muss schon... Ich musste ihn schon suchen, so. Also, wenn, ich wusste eigentlich schon mittlerweile, wo er seine Ecken hatte mit seinen Kollegen halt. Ja. Ach, das war also in deiner Umgebung, in deiner Stadt war das auch. Mhm. Mhm. Also, nochmal, auf dein schlechtes Gewissen zurückzukommen. Mhm. Ist es so, dass du dir heute sagst, ich hätte doch irgendwie versuchen können, beim Amt da eine Genehmigung zu bekommen und ihn mehr an mich heranziehen sollen? Ich habe es sogar versucht, so. Bei uns in einem Haus war eine Wohnung frei. Mhm. Und dann habe ich meinen Vater mitgenommen und gesagt, das kann nicht sein, dass du da nichts bekommst. Habe ihn mitgenommen. Mhm. Er hat dran gezweifelt, sagte, das schaffst du niemals. Mhm. Bin dann dahin, auch mit ihm, und bin dann zu der Freundin, habe gesagt, hören Sie zu, bei uns wird eine 2,5-Zimmer-Wohnung frei. Mhm. Und mein Vater sagt, dann, obdachlos, bitte geben Sie ihm doch eine Chance, irgendwie, er möchte auch arbeiten gehen und so, ne? Sagte, ja, da ist einer, die ist frei, das stimmt, da ist eine junge Frau, die hat zwar ein Problem. Mhm. Und das hat auch man weiß nicht genau, ob sie die kriegt. Ja. Und wenn sie die nicht kriegen sollte, ruft sie mich an. Also ich habe ihr meine Handynummer gegeben, ich wäre immer erreichbar gewesen. Aber sie hat nicht angerufen? Sie hat mich leider nicht angerufen. Also hast du doch viel gemacht. Inwiefern machst du dir Vorwürfe? Ja, ob ich nicht hätte noch mehr machen können, so irgendwie. Mhm. Aber halten wir doch nochmal fest. Er wollte so nicht in deine Wohnung rein, das hast du ihm angeboten. Mhm. Da hat er sich gewehrt, weil er nicht wollte, dass du Schwierigkeiten hast. Ne? Genau. So. Dann hast du dich darum bemüht, dass er zum Beispiel in euer Haus kommt. Ja. Das hat nicht geklappt. Mhm. Mhm. Nur sicher, nun könnte man im Nachhinein sagen, vielleicht hätte man immer noch mehr machen können. Ja, vielleicht. Aber eine ganze Menge hast du schon mal gemacht. Das kann man ja festhalten. Mhm. Ja, das Schlimme ist so, dass die Familie, die wusste das eigentlich auch so jetzt von seinen Brüdern und so. Und mhm.
Die haben da gar nichts gemacht irgendwie. Die haben auch nicht nachgefragt. Mhm. Ich habe meinen Vater angeboten, gefragt auch den einen Bruder so, ob der nicht bei dem wohnen kann, weil er auch von seiner Freundin getrennt wurde, hatte sogar eine Vierzimmerwohnung. Na gut, aber jetzt reden wir über dich. Ne? Ja. Lass mal die Familie mal raus. Was hättest du denn doch tun können? Tja, das ist das Problem, dass ich das nicht weiß. Aber im Inneren denke ich mir so, ich hätte doch tun können. Das ist ganz wichtig zu sagen, um dass du mit dir auch ins Reine kommst. Ich verstehe das, dass man natürlich dann denkt, ach, man hätte mehr tun müssen, dass man so ganz irrational denkt, ich hätte das noch tun sollen, ich hätte mehr machen müssen. Mhm. Aber lass uns mal konkret drüber nachdenken. Was hätte es sein können noch? Ich weiß nicht, bei den Ämtern vielleicht richtig auf die Pauke hauen oder so. Mhm. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie eine Ungerechtigkeit. Die Leute, die gerade wieder eine Wohnung haben wollen, die arbeiten wollen, die dann so hintergangen werden und gelockt werden, ja, dann kommen sie noch nächste Woche, die wird frei, die können sich die angucken. Mhm. Und am Ende sagen sie, wenn derjenige da ist, mit voller Hoffnung, irgendwie, die ist doch schon vergeben. Mhm. War er denn, würdest du sagen, dass er zum Schluss wirklich alkoholkrank war oder hielt sich das in Grenzen mit dem Alkohol? Das hält sich eigentlich in Grenzen. Mhm. Ich habe mir auch gesagt, so, mach doch hier so eine Erziehungskur. Ja. Er sagte aber, Karin, hör zu, ich würde das schaffen, wenn die mir nur endlich eine Wohnung geben würden. Mhm. Er wurde so oft, wie gesagt, abgelehnt. So. Mhm. Und das Schlimme ist so, 2 Tage nachdem er verstorben ist, ist unten einer reingezogen. Und das war nicht diese Frau, sondern das war ein junger Mann. Mhm. Ja. Der wahrscheinlich nicht obdachlos war. Nee, nee. Ja, siehst du, dann ist es auch genau wieder so gelaufen, wie du es immer erlebt hast. Genau. Also, natürlich, klar, kann man immer hinterher sagen, man hätte noch mehr tun müssen. Aber wir wollen ja auch mal überlegen, er hätte ja auch noch ein bisschen mehr tun können. Er war ja noch ein Mann klaren Verstandes, deswegen habe ich das gerade gefragt mit dem Alkoholismus. Und er hatte dich und du hast ihm ja immer signalisiert, ich helfe dir. Vielleicht hätte er auch noch ein bisschen mehr deine Hilfe wirklich auch beanspruchen können. Ja, aber jetzt von den Eltern her und so, er hat viel getan. Mhm. Ich musste alles erledigen, so als vom Krankenhaus Papiere abholen und sowas. Mhm. Und er hat in seinem Portemonnaie lauter Wohnungsangebote gehabt, wo ich das gesehen habe, ich bin zusammengebrochen, ich denke, das gibt's nicht. Ja, ja. Und also keins davon. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht die ganze Zeit bei euch war. Ich finde aber schon, was du jetzt erzählt hast, dass du da schon deinen Pflichten, die du auch als Tochter hast, dass du denen Rechnung getragen hast und dass du viel unternommen hast. Nichtsdestotrotz verstehe ich das, dass man immer denkt, vielleicht noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Weil wenn dann plötzlich der Vater tot ist, dann ist das so ein Schock und so ein großes Unglück, dass man natürlich solche Gedanken hat. Hast du denn Menschen, mit denen du so auch darüber sprechen kannst, auch über deine Zweifel, deine Selbstzweifel? Ja, das ist das Problem, dass ich da keinen habe. So. Mhm. Ich dachte eigentlich, da wäre jemand, aber irgendwie habe ich auch gestern gemerkt, so, der lacht mich eigentlich aus. Irgendwie. Wer ist das? Er glaubt mir das nicht so. Wer ist das? Das ist der Vater meines Kindes. So. Mit dem bin ich aber nicht zusammen, schon seit Jahren. Ich mache dir mal ein Angebot. Da muss man sicher noch eingehender und länger drüber sprechen. Ja. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und dann können wir das in aller Ruhe machen. Das heißt, meine Psychologin und du. Mhm. Ja. Dann legst du es bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Okay, ich danke dir. Tschüss. Und dir viel Glück weiterhin. Dankeschön, Katrin. Für Sendung. Tschüss, Karin. Danke, tschüss. Jasmin, 27, hallo. Hallo. Hallo Jasmin, guten Morgen. Morgen. Weswegen rufst du an, dein Thema? Mein Thema ist, ich lebe seit 7, 8 Jahren an meinem Leben vorbei. Mhm. Das ist natürlich eine harte Aussage, ne? Wenn man sagt, ich lebe 8. Hast du denn Fernseher oder Radio eingeschaltet? Mein Fernseher ist an. Machst du den Ton ganz runter, bitte? Der ist ganz unten. Ehrlich? Fast auf. Gut. Also, seit 8 Jahren am Leben vorbeileben ist natürlich ein schlimmes Urteil. Mhm. Was ist da los? Warum ist das so? Ich hatte vor 8 Jahren meine erste große Liebe kennengelernt. Mhm. Und seitdem möchte ich auch keinen anderen kennenlernen. Du hast ihn kennengelernt und ihr habt euch getrennt, oder was? Ja, wir waren 1,5 Jahre zusammen. Ja. Und ich war so naiv, wollte ihn mal testen wahrscheinlich. Ich war dann auch sehr blauäugig, sage ich jetzt mal. Ich konnte mir vieles erlauben bei ihm. Und habe ihn getestet auf einige Sachen und was heißt getestet? Ich habe mit anderen Männern rumgeflirtet in der Diskothek und auch mal mit Prominenten und so und
wollte ihn halt auch mal ein bisschen reizen und. Wenn du mit anderen flirtest, inwiefern willst du ihn dann testen? Ja, was er dann macht und. Was hat er gemacht? Er war natürlich eifersüchtig und ich wollte ihn halt testen, ob er mich dann sofort halt verlassen würde und. Hat er dich sofort verlassen? Nein. Natürlich nicht. Wie oft ist das vorgekommen? In anderthalb Jahren bestimmt 3-4 Mal. Das waren aber dann halt auch ein bisschen heftigere Sachen. Und auch mit Prominenten, sagst du? Ja. Mit wem? Möchte ich lieber nicht sagen. Also hast du dich an irgendeinen Prominenten angeworfen? Nee, die an mich. Und ich habe es halt zugelassen. Oder hast du es forciert, dass die dich angemacht haben? Nee, die haben mich angesprochen. Ah, und dein Freund war dabei? Er war nicht ganz dabei, aber er war in unmittelbarer Nähe und hat mich immer natürlich also. Und als du von diesem prominenten Menschen angesprochen wurdest, hast du das auch mitgemacht? Ja. Mhm. Wie weit bist du gegangen? Wir haben uns ein paar Mal getroffen und er hat mich dann auch halt verfolgt und hat es natürlich auch mitgekriegt. Der Prominente hat dich verfolgt? Nein, also ich habe mich mit dem Prominenten getroffen. Und dein Freund hat euch verfolgt? Ja. Ist da irgendwas gelaufen im Bett mit dem Prominenten? Nein. Darauf habe ich es nicht eingelassen, weil mein Herz war ja nur bei ihm. Warum tut man einem Menschen, den man lieb hat, warum tut man dem das an? Ja, da war ich halt auch noch ein bisschen jünger, sage ich jetzt mal. Und ich kann ja verstehen, wenn man das vielleicht einmal mal macht, um zu testen, wie der so reagiert. Ist eigentlich auch schon auch nicht in Ordnung. Aber okay, aber du hast es mehrfach gemacht. Und dann sogar richtig, wie du es gerade geschildert hast, mit einer prominenten Person, wo man vielleicht dann als Nicht-Prominenter auch noch mehr alarmiert ist und Angst hat, man hat nicht die guten Karten und so weiter. Mhm. Warum? Ja, ich weiß es jetzt, also heute weiß ich es auch nicht mehr, also wieso ich es gemacht habe. Aber es war halt damals die Situation, dass ich es halt mitgemacht habe und ich glaube, da hatte ich auch mal das Gefühl gehabt, ich durfte bei ihm also alles machen und ich wollte ihn halt mal richtig testen, wie weit er geht und wie weit ich gehen darf. Wie weit du gehen kannst? Ja. Und offensichtlich durftest du weit gehen. Aber irgendwann hat er gesagt, jetzt ist Schluss. Nee. Nee, wer hat denn dann Schluss gemacht? Nee, ich habe Schluss gemacht. Du hast Schluss gemacht? Mhm. Warum? Es war auch kein richtiger Schluss. Also ich wollte auf jeden Fall wissen, was er dann macht und wie er mich wieder zurückkriegen möchte und zurückkriegt und wollte ihn halt also richtig herausfordern. Und das war, glaube ich, ein wenig zu viel. Und irgendwann haben sich unsere Wege dann halt getrennt. Wie? Du redest so ein Rätsel. Du wolltest ihn richtig herausfordern, um ihn wieder zurückzuhaben. Erstens war er doch noch nicht getrennt. Nee. Du hast nur ein Spielchen mit ihm gespielt. Mhm. Ja. Wie hast du ihn richtig herausgefordert? Ja, indem ich mich halt mit diesen prominenten Leuten halt getroffen habe. Achso, das war so der Casus Knacktus mit den Promis. Genau. Mhm. Waren das mehrere Prominente? Ja. Zur gleichen Zeit oder hintereinander? Hintereinander. Hintereinander hat sich sogar? Das hat immer ergeben. Mhm. Wie viel? Das hat sich so ergeben? Dann verkehrst du in solchen Kreisen oder wie? Nee, eigentlich nicht. Aber es hat sich in einer Kneipe, in einer Diskothek so ergeben? Diskotheken, größere Diskotheken. Ja. So, und jetzt erkläre mir, warum du dann Schluss gemacht hast. Das war aber auch kein richtiger Schluss. Ich wollte ihn halt mal testen, was er macht und wie er mich zurückkriegt. Und ich wollte ihn halt reizen damit. Und das war, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, sage ich jetzt mal. Und danach haben sich dann unsere Wege getrennt. Ja, das hast du gerade schon mal so formuliert. Danach haben sich unsere Wege getrennt. Aber die trennen sich doch nicht einfach so. Da muss doch irgendwas... Ja, wir haben uns nicht mehr gegenseitig gemeldet. Also ach, einfach ist es so sang- und klanglos ausgegangen. Ja, und dann wurde halt der Zeitraum immer größer, dass sich kein anderer gemeldet hat. Und also Mensch, das ist doch der absolute Wahnsinn. Wie alt bist du? 27. Jetzt bin ich 27. Ja gut, damals warst du Anfang 20 oder knapp 20 oder nicht mal 20. 19, 20. Ja, okay. Und du hast dich dann noch nicht weiter um ihn bemüht? Nein. Nee. Und seitdem bist du einsam? Ja. Und ärgerst dich? Mhm. Ja, zu Recht auch. Du hast es aber jetzt zu Recht wirklich abbekommen. Ja, sowas macht man doch nicht. Du bereust du das sehr, was du da gemacht hast? Ja. Hast du es ihm denn wenigstens mal mitgeteilt? Nein. Warum nicht? Weil ich dann ein bisschen zu stolz war. Gewesen. Ach, Jasmin. Stolz hin, stolz her. Selbst wenn das überhaupt gar keine Chance hat, dass sich das jetzt vielleicht nochmal auflebt, finde ich es einfach, hab doch so viel Größe, dass du zumindest ihm einen Brief schreibst und ihm das mal erklärst und sagst, ich war ein junges, dummes Ding damals, es tut mir sehr leid und ich bereue das sehr.
Ja, aber das Ding ist, es sind ungefähr 8 Jahre her und erst ein Typ, er würde mich jetzt glaube ich, nicht mehr so haben wollen, weil es geht gar nicht, nein, es geht doch gar nicht um haben wollen. Es geht einfach um diese Geste, deine Geste, dass du sagst, pass mal auf, ich habe da was Mist gebaut. Ich will dieses gar nicht erst als neuen Anlass nehmen, diesen Brief, um dass wir wieder miteinander in Kontakt kommen. Aber einfach mal Entschuldigung sagen. Ist das so schwer? Ja. Verstehe ich nicht. Weil da so viel Zeit vergangen ist. Aber ich lebe immer noch in dieser Zeit. Ja, das wäre doch für dich vielleicht auch eine Entlastung, wenn du das mal so sagen würdest. Weil du hast ja nur die Arschkarte. Du hast ja Mist gebaut. Und in seinem Ansehen stehst du mit Sicherheit nicht gut da im Nachhinein, in der Erinnerung. Und wenn man dann zumindest die Größe hat, auch nach 8 Jahren zu sagen, Entschuldigung, ich habe Mist gebaut. Ich kann es nicht wieder gut machen, aber entschuldige bitte und das wollte ich ja einfach nur mal sagen und tschüss. Ja, dann würde er wahrscheinlich denken, was will die denn jetzt auf einmal? Dann schreibst du dazu, ich will gar nichts Neues von dir. Ich möchte es ja einfach nur mal sagen. Ist es denn so schwer, sowas zu machen? Das hätte man, denke ich mal, im ersten Jahr danach oder im zweiten Jahr. Ja, hätte man. Aber 8 Jahre danach. Ja, ich finde, dass man sich auch noch 20 Jahre noch entschuldigen kann bei Menschen, wenn man etwas nicht richtig gemacht hat. So, das ist aber das eine. Aber das andere ist ja, dass du in dieser Vergangenheit festklebst. Eben, das ist es ja. Ja, deswegen ist dieses auch ein konstruktiver Vorschlag meinerseits, vielleicht auch ein bisschen für dich es zu vereinfachen, abzuschließen, indem du so eine Entschuldigung aussprichst. Hast du dich in all diesen Jahren nicht nochmal verlieben können? Nein. Gar nichts? Nee. Und das ist also damals war das die schönste Zeit meines ganzen Lebens, was wir alles erlebt haben und überhaupt. Mhm. Die du dir selbst kaputt gemacht hast, ne? Ja, genau. Mhm. Und das war eigentlich alles filmreif und wahrscheinlich war ich da so mittendrin und rosarote Brille und dachte, ich durfte mir alles erlauben. Mhm. Also diese Liebe, also sowas habe ich nicht einmal, was weiß ich, jetzt im Fernsehen oder in Roman oder sowas, das gibt es, also habe ich jetzt bis jetzt noch nie anders gesehen. Gab es denn in den letzten Jahren mal Situationen, wo schon ein Mann etwas interessant für dich wurde? Nee, weil ich habe nicht einmal die Alarmlampen oder wie sagt man, ich habe da überhaupt nie ein Signal gegeben, dass ich für jemanden noch frei wäre. Mhm. Also und es gibt auch jetzt keine Prominenten mehr, die dir nachstellen? Ich gehe ja auch nicht mehr weg. In das Lokale, wo das passiert ist. Überhaupt nicht, ja, ich gehe ja auch. So, jetzt ist aber eine Zeit, ich finde 8 Jahre trauern ist eine verdammt lange Zeit. Ich weiß nicht, wie lange man verlorenen Lieben nachtrauert. Das macht sicher jeder anders. Einer schafft es in einem Jahr, der andere in 3. Du hast lange gebraucht. Es ist ja immer noch nicht vorbei, das ist es ja. Ja, aber da muss man auch was tun. Ich will dir mal sagen, ich persönlich neige auch dazu, immer sehr lange zu brauchen, um von einem Unglück wegzukommen. Mhm. Deswegen spreche ich da aus sehr tiefer eigener Erfahrung und weiß, was das für ein böser und schwerer innerer Kampf ist, die Vergangenheit loszulassen. Man kann sich immer wieder hineinfallen lassen und auch immer wieder daran denken. Man kann sie auch verklären. Oder man kann auch mit Disziplin nach vorne gucken. Und sich einfach auch verbieten, an die schönen Dinge zu denken der Vergangenheit. Weil ich kann ja seitdem gar nicht mehr nach vorne gucken, das ist es ja. Ich gucke immer nach hinten. Ja, aber das kann man aber auch bewirken, indem man sich dazu etwas und immer wieder zwingt. Nur so geht es, sonst bist du völlig verloren und die Vergangenheit saugt dich auf und du hast keine Zukunft mehr. Ja, die schönste Zeit meines Lebens ist ja jetzt seit 8 Jahren, also so, die ganze Jungzeit, die ist ja jetzt vorbei. Ja, nur mal langsam, du bist jetzt 27, da kann noch eine verdammt schöne Zeit auf dich zukommen. Aber ich bin schon wie eine alte Schachtel. Ach Quatsch, aber dafür musst du dich jetzt auch öffnen. Du bist durch deine Vergangenheit zubetoniert. Mhm. Und das kannst nur du alleine machen, indem du Schrittchen für Schrittchen dagegen angehst und die Vergangenheit wirklich immer wieder in die Vergangenheit zurückdrückst und dich nicht in alle möglichen Erinnerungen hineinsteigerst, was du wahrscheinlich auch tust. Und diese Entschuldigung, was ich gerade anfänglich sagte, das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Trick, um auch die Vergangenheit endgültig Vergangenheit werden zu lassen. Abzuschließen. Ja, du musst abschließen und du bist so verdammt jung noch mit 27. Du bist keine alte Schachtel. Ich garantiere, dass da noch gute Zeiten auf dich zukommen. Vielleicht noch viel schönere Zeiten. Aber da muss man auch selbst was für tun. Und du lässt dich einfach gehen und treiben in deinen Vergangenheit. Und kapsel mich auch ab. Ja, und du kapselst dich ab, genau. So, und da musst du dich jetzt richtig in den Hintern treten, sonst geht das nicht.
mühsam, musst du machen. Ist jetzt schon richtig einritualisiert bei dir nach so vielen Jahren. Ja. Umso schwerer ist es. Je länger man das macht, desto schwieriger ist es, davon wegzukommen. Mhm. Du musst es aber machen. So, mehr kann ich dir nicht sagen, Jasmin. Ja. Und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Glück. Dankeschön. Alles Liebe. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Sina. Hier ist Nicola. Hallo, Nicola. Hallo. 49 bist du. Ja. Ja. Dein Thema. Mein Thema ist mein noch Lebensgefährte, der will eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen. Oh. Dein noch Lebensgefährte. Wie lange wart ihr, oder seid ihr schon zusammen? Am 14. August waren es 10 Jahre. Ja. Und das ist ein transsexueller Mensch? Das weiß ich nicht. Aber das wenn ist ja mein Problem. Seit wann weißt du denn, dass er eine Geschlechtsumwandlung, was ja nun kein kleiner Eingriff ist, dass er das machen will? Seit ungefähr 2 Monaten. Und seit wann weißt du, dass da mit ihm so etwas so nicht ganz in Ordnung ist, was man so normal nennt, dass er in sich mit sich unglücklich ist? Also ich sag mal so, mir selber ist es gar nicht aufgefallen. Mhm. Er hat zwar, also im Grunde genommen ist er ein ganz, ganz schwieriger Mensch. Mhm. Man kann ihn nichts fragen, man kriegt keine Antworten. Mhm. Sagt mal einfach, komm, lass uns mal hinsetzen und drüber reden, egal was es jetzt war. In den 10 Jahren ist ja mit Sicherheit einiges vorgekommen. Mhm. Dann reagiert er prompt so, dass er aufsteht und geht. Mhm. Und wir wohnen nicht zusammen. Mhm. Also er hat seine eigene Wohnung immer behalten. Ja. Fand ich auch okay, weil eine geschiedene Ehe liegt hinter mir und für mich war es auch irgendwie schwierig, wieder neu anfangen. Ja, und aufgrund dessen habe ich ihn dann auch immer weniger gefragt, weil, wie gesagt, Antworten kriegte ich nicht. Wann kam denn das erste Signal, dass er sich als Frau fühlt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Das heißt, vor 2 Monaten hast du zum ersten Mal was erfahren? Ja, und nicht von ihm. Und nicht von ihm? Nein. Sondern? Von seinem behandelnden Arzt. Der hat dich angesprochen? Ja. Der hat sein Arztgeheimnis? Der hat sein Arztgeheimnis gebrochen. Ohne das Wissen deines Freundes? Ja, ist zufällig auch mein behandelnder Arzt. Und was hat der zu dir gesagt? Ja, dass er das vorhat und es mir sagt, weil er weiß, dass ich auch schon seit über 5 Jahren krank bin und dass mich das eventuell noch psychisch noch mehr belastet. Ja, das muss doch für dich ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Ja, im Moment habe ich nur geschluckt und habe gesagt, aha, das erklärt ein wenig. Was erklärt das? Ja, dass er sich so vor circa 1,5 Jahren schlagartig geändert hat. Jetzt nicht, dass er irgendwie weiblicher geworden ist oder so, sondern dass er sexuell einfach kein Verlangen mehr nach mir hatte. Mhm. Aber das war das Einzige, was dir aufgefallen ist, was merkwürdig war? Ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da bei dem Arzt sitzt und der sagt einem hier, ihr Freund will sich geschlechtsumwandeln lassen, bleibt einem erstmal die Spucke weg. Ja. Aber irgendwann fängt man sich dann wieder und geht nach Hause. Hast du ihn da sofort angerufen? Nein. Weiß er das bis heute nicht, dass du das weißt? Nein. Weil erstmal habe ich es gar nicht geglaubt. Glaubst du? Aber du glaubst es heute schon. Na sicher, wenn der Arzt dir das gesagt hat. Ja, also erstmal war es ganz eigenartig, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht erklärt es, warum es 1,5 Jahre jetzt keinen Sex mehr gab. Mhm. Dann habe ich gesucht, weil er war ja vorher vor mir auch schon 2-mal verheiratet, hat auch Kinder. Mhm. Und dann fängt man natürlich an zu überlegen, ne? Irgendwie, das passt irgendwie gar nicht, ne? Wie ist denn jetzt euer Verhältnis, seitdem du das weißt? Er kommt immer noch zu mir. Ja, aber du bist doch wahrscheinlich ganz befangen. Ja, ich passe natürlich auf jede Reaktion jetzt auf, ne? Wo ich hat denn der Arzt zu dir gesagt, du sollst ihm nicht sagen, dass du es von dem Arzt weißt? Ja, natürlich hat er mir das gesagt. Ja, aber der ist aber auch lustig. Der sagt dir so eine Hammersache und dann sollst du den Mund halten? Ja. Das geht doch auch nicht. Also, du musst bedenken, ich bin jetzt seit über 5 Jahren dauerkrank. Mhm.
Und als ich krank geworden bin und gewusst habe, das wird nicht wieder besser, ja, habe ich meinen Lebensgefährten das gesagt und ihm auch dann freigestellt, sich eventuell von mir zu lösen. Mhm. Darf ich fragen, was für eine Erkrankung du hast? Ja, das sind ganz viele Sachen. Also Rücken, Nacken, Knochen allgemein, Asthma, Blutdruck, aber das seelische sind, Probleme. Sind es lebensbedrohliche Sachen? Asthma, ja. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man zu dir sagt, sie haben noch 2-3 Jahre zu leben. Nein. Nein, so ist es nicht. Mit Krebs ist es nicht zu vergleichen. Nein. Also du bist schon schwer erkrankt, aber es ist keine akute Lebensbedrohung zurzeit. Zurzeit nicht, ja. Aber wie gesagt, es geht nicht ohne Medikamente und es sind... Und hast du zu ihm gesagt, also hier, da kommt eine große Belastung auf dich zu, ich stelle dir ein Heim, wir können uns trennen, damit du das nicht ertragen musst? Ja. Aber er hat gesagt, ich bleib bei dir. Mehr oder weniger, ja. Mensch, was habt ihr für eine vertrackte Situation da? Ja. Ich bin auch gar nicht, ich bin ganz uneins in der Beurteilung deines Arztes. Nein, ich bin nicht, ich finde das nicht richtig, was er gemacht hat. Ich finde, dass er hätte es ihm sagen müssen, dass, also deinem Freund sagen müssen, dass er es dir sagt. Ja, das ist mir schon klar, nur er kennt ihn genau wie ich, er hätte es niemals getan. Ja, aber jetzt bist du in der Zwickmühle. Jetzt ja, weißt du. Er hat mich vor eine Entscheidung gestellt. Wer? Der Arzt. Nämlich? Ja, ob ich das durchhalte oder ob ich ihn sausen lasse. Nee, also so geht das aber nicht. Jetzt Arzt hin, Arzt her. Nun weißt du das, was da los ist. Jetzt finde ich, ist der allererste Weg, dass du mit deinem Freund darüber sprichst. Kann ich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Also, wie gesagt, er hat sich seit 1,5 Jahren ein wenig viel geändert. Mhm. Und mittlerweile habe ich auch Angst vor ihm. Also was wäre denn, wenn du es ansprichst? Wenn du sagst, pass mal auf, ich habe das jetzt so und so erfahren. Ich finde, wir beide müssen miteinander sprechen. Was meinst du, wie er reagieren würde? Er würde ausrasten. Was heißt? Und dich schlagen. Und dich schlagen. Warum? Weil er sich ertappt fühlt. Also ich war vor 2 Jahren schon mal in therapeutischer Behandlung. Mhm. Aufgrund meiner vielen Krankheiten, weil ich das einfach so gar nicht verkraften kann, so mitten aus dem Leben gerissen, fühle ich mich. Mhm. Und hatte dann gehofft, halt bei meinem Freund zu finden, weil er ja bei mir bleiben wollte, in gewisser Weise. Mhm. Und ich den halt aber nicht fand und bekam dann diese obligatorischen 25-Stunden-Gespräch bei diesem Psychologen. Ja. Und habe dann dieses Thema auch erwähnt, dass ich mit ihm überhaupt nicht reden kann. Mhm. Und da hat er mir damals schon gesagt, also der Psychologe? Wie ich, ja, diesen Menschen beschreibe, ist er schizophren. Mhm. Jetzt würde ich dich, ich frage mal von der ganz anderen Seite, liebst du diesen Mann? Weiß ich nicht. Du hast Angst vor ihm? Ja. Tut er deinem Leben mehr gut? Oder schadet er mir? Er schadet mir, aber ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann. So, denn ich habe ihm schon mehrmals gesagt, er soll zu Hause bleiben. Also, und ich weiß auch nicht, warum er noch hier hinkommt. Mhm. Und dann sagt er, warum soll ich denn nicht mehr kommen? Pass mal auf, dann kann ich das natürlich verstehen. Wenn du sagst, er schadet mir mehr, ich habe Angst vor diesem Mann, der ist nicht zu berechnen, dann kann ich auch verstehen, dass du sagst, ich kann mit dem gar nicht über dieses Thema offen sprechen. Vielleicht müsst ihr das dann ja auch gar nicht mehr. Dann wäre ja eigentlich das Hauptziel, sollte dein Hauptziel sein, dich von diesem Mann zu trennen. Ja, wie? Und wenn du ihm sagst, du möchtest den Kontakt nicht mehr haben, was dann? Hast du auch Angst davor? Ja. Und wenn ich es versuche, er ist ja kein dummer Mensch, das so zu umschreiben, dass er... Ich sage jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Ich habe ein Fernsehgerät, er zu Hause nicht. Mhm. Ich das Gefühl hätte, er käme nur noch wegen dem Fernsehgerät. Mhm. Und ansonsten sehe ich keinen Grund mehr, warum er hier hinkommt. Mhm. Dann sagt er nur einfach, ja, warum soll ich denn nicht mehr kommen? Weil du es nicht mehr möchtest.
Ja, habe ich ihm gesagt. Und trotzdem, prompt, steht er wieder da. Vielleicht sagst du es auch nicht klar genug. Und nicht ja, da traue ich mich ja, nicht. Aber vielleicht solltest du dich doch da ein bisschen mehr trauen. Was empfiehlt denn der Arzt? Das ist doch interessant. Sag's nochmal, du hast es ja gerade schon angedeutet. Der kennt dich sehr gut und er kennt ihn sehr gut. Hat er nicht auch gesagt, der Arzt, du müsstest dich entscheiden? Deswegen hat er es mir ja gesagt. Der hat letztendlich forciert, der Arzt auch, dass du dich trennst von ihm, ne? Ja. Mhm. Ja, indirekt, ne, gesagt hat er es nicht. Nein, aber es klingt ja wirklich alles. Klingt so, ja. Ja, es klingt alles, was du mir jetzt gesagt hast. Sagt aller gesunder Menschenverstand, bloß weg. Bloß weg, wenn es irgendwie geht, weg. Ja, ich habe auch gedacht, ich tue einfach mal den Schlüssel weg, aber... Ich finde, dass du erstmal nochmal ganz klar mit ihm reden musst. Und zwar in der Richtung, dass du sagst, du möchtest die Beziehung beenden. Und definitiv und nicht ein bisschen mal besuchen und so etwas. Ja, ein bisschen mal besuchen. Ich habe manchmal das Gefühl, er sucht hier das traute Heim. Ja, da musst du ihm aber einen Riegel vorschieben. Und zu Hause hatte er das nicht. Mhm. Und Freunde, Bekannte, sowas hat er alles nicht. Also, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gewalttätig der Mann ist. Oder wie groß die Sorge ist, dass er dich wirklich, dass er dich verletzt oder so. Das weiß ich nicht. Also bisher hat er jede Frau geschlagen, die ihn verlassen wollte. Aber er hat dich bisher noch nicht geschlagen. Bis jetzt noch nicht. So, auch in diesem Fall, also die Richtung, meine Richtung ist ganz klar. Du musst weg von dem Mann, so wie dein Arzt das dir offensichtlich auch rät. Jetzt ist es natürlich eine Frage, wie man das geschickt macht. Ja. Und das wollen wir mal in Ruhe nochmal besprechen, nämlich indem wir dich gleich nochmal anrufen. Mhm. Sollen wir es so machen? Domian, noch eine Frage. Mhm. Er ist jetzt 53 Jahre. Mhm. Ist sowas in dem Alter überhaupt noch möglich, wenn man vorher überhaupt noch nicht die Tendenz dazu hatte? Du weißt ja nicht, ob er die Tendenz nicht schon sehr lange hatte. Du ja, also sein Arzt sagte, er hat eine ärztliche Beratung schon angenommen und er wäre die zweite. Aber als praktischer Arzt ist er natürlich der falsche Ansprechpartner und hat ihm nur Adressen gegeben, wo er sich weiterhin wenden kann. Also, dass das natürlich im höheren Alter auch noch möglich ist, dass man das merkt und dass man das tun möchte, das ist schon so. Ja, das denke ich ja, aber ich würde ob mich, das dann noch möglich ist, das aber ich würde mich zu jetzt machen. An deiner Stelle auch gar nicht mehr damit so groß beschäftigen. Du hast ein ganz anderes Problem, nämlich von ihm wegzukommen. Ja. Jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Ja. Okay? Okay, Nicola, Damian. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Peggy. Peggy ist hier. Hallo Peggy. Hi, ich grüße dich. 37. Mhm. Aha. Ich könnte dir 100.000 wirklich dramatische Geschichten erzählen, aber ich möchte dir eigentlich was ganz Tolles erzählen. Ach, das ist aber sehr schön. Ja, ich habe vor 5 Jahren ein Kind bekommen als Hausgeburt. Mhm. Ich habe 3 Kinder, die sind jetzt mittlerweile 16, 14 und 5 Jahre alt. Mhm. Und mein jüngster Sohn ist das erste Kind in Europa, weil es als Retortenbaby, als Hausgeburt geboren wurde. Oh. Ich habe mir also mit diesem Kind so den letzten Wunsch erfüllt. Ich wollte immer schon eine Hausgeburt erleben, ging aber nicht, weil das eine Kind ist in eine Toilette gefallen am Tag unseres Umzuges. Bei uns geht immer alles etwas dramatischer zugange, aber diesem Kind hat es geklappt. Mir geht es einfach darum, auch mal anderen Frauen zu zeigen, Geburt muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ich habe also ein super positives Erlebnis mitgenommen. Ja. Es war auch so, dass meine großen Kinder dabei waren. Die haben zugeguckt? Ja, ganz genau. Es war bei uns so, ich habe mit der Hebamme schon abgesprochen, ich werde ihr so ein Zeichen setzen, dass ich zu einer ungewöhnlichen Zeit, also wenn ich der Meinung bin, es geht jetzt los, einen Kuchen backe. Und, ja, habe ich auch gemacht. Also bei mir, ich kannte das von den anderen Kindern, dass sich der Schleimpropf gelöst hatte, dass man einfach so Blutungen bekommt, das ist ganz normal. Da hast du schnell angefangen, Kuchen zu backen. Genau, und dann bin ich aufgestanden und mein damaliger Mann, der hat dann gesehen, aha, jetzt scheint es loszugehen. Das war also schon auch er und die Hebamme, die wussten halt Bescheid. Ja. Kuchen backen, ungewöhnliche Zeit, das Kind will jetzt geboren werden. Ja. Und dann hatte ich auch meine Hebamme angerufen und die kam dann auch 20 Minuten später. Und die Kinder hatten das gar nicht wirklich mitbekommen. Obwohl ich alle 3 Minuten Wehen hatte, habe ich zwischendurch noch meine Wohnung geputzt. Der Kuchen, der brauchte ja noch etwas. Ja. Und dann saß ich auf meinem Petsi-Ball und die Hebamme, die hatte mir dann immer den Rücken massiert und zeigte dem meinem Mann, wie man meinen Rücken massiert. Wir verkürzen es mal eben kurz. Die Kinder waren dabei und der Kuchen wurde fertig. Nee, noch waren die Kinder nicht dabei. Ja.
die Kinder hatten die Möglichkeit, auch zu einer Freundin zu gehen oder dazu zu kommen, wie sie wollten. Also wir wohnten in einem Haus mit meiner besten Freundin zusammen. Das wäre gut organisierbar gewesen, weil ich noch zwei Hebammen dabei hatte. Peggy, weißt du, was ganz Blödes? Ich muss dich jetzt brutal unterbrechen. Aber die Kinder waren dabei letztendlich? Selbstverständlich. Also um die Sache abzukürzen, Kuchen war gebacken. Ich saß in der Badewanne. Ja. Beim nächsten Mal, ich sage es dir direkt, mache ich nur noch eine Sahnetorte. Denn ich habe bei den Wehen immer diesen Kuchen ausgepustet. Jetzt muss ich Schluss machen. Ich muss alle Schluss machen. Tut mir leid, Peggy. Alles Gute für dich und schön, dass du da durchgekommen bist. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Malte Emels, Christian König, Heinrich Stanzig, Jan Griffe zu Baringdorf und Peter Ofsjanowski. Nächste Woche heißt unser Thema am Mittwoch, wie sage ich es meinem Partner? Ich wünsche euch jetzt ein schönes und tolles Wochenende und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Tschüss.